Dann starten wir mit zwei Lügen, eine Wahrheit. Und der erste deiner Mitspieler ist Samuel Zehnder. Er sagt, ich sammle leidenschaftlich gern Comics, ich habe 5 Geschwister oder ich bin ein guter Snowboarder. Comics sammeln tut er, glaube ich, nicht. Das hätte er mir, glaube ich, schon erzählt. Und so viele Geschwister hat er, glaube ich, auch nicht. Und dadurch, dass er in der Schweiz herkommt, glaube ich, dass der letzte Punkt die Wahrheit ist. Das ist leider falsch. Das ist falsch, okay. Er hat wirklich 5 Geschwister. Ah, okay. Also eine sehr große Familie. Aber gut, aller Anfang ist schwer. Wir machen weiter mit Nummer 2 und Finn Zecher. Ich bin der erste Handballtorwart in der Familie. Ich schaue lieber Fußball als Handball und ich gehe viel spazieren. Dadurch, dass Finn einen Hund hat, geht er auf jeden Fall sehr viel spazieren. Das weiß ich, weil er mit dem Hund halt auf jeden Fall raus muss. Der erste Torhüter in der Familie glaube ich nicht, weil die Familie auch sehr handballaktiv ist. Und ich glaube, sein Vater hat auch früher Handball gespielt. Er guckt sehr gerne viel Sport, aber ich glaube, dass er lieber Handball guckt als Fußball. Sodass ich glaube, dass die dritte Antwort die Wahrheit ist. Das ist jetzt korrekt. Sehr gut. Dann weiter mit Nummer 3, Nils Versteinen. Ich schreibe mit rechts, ich ernähre mich vegetarisch oder ich bin Drilling. Ich habe ehrlicherweise noch nie darauf geachtet, mit welcher Hand er schreibt. Das wäre jetzt gut gewesen. Nee, vegetarisch ist, glaube ich, eine Lüge. Ich glaube, er isst Fleisch. Drilling ist er, glaube ich, auch nicht. Nee. Ich sage, die erste Antwort ist die Wahrheit. Auch das ist richtig. Sehr gut. Jetzt bist du drin. Bobby Schagen. Ich höre gerne deutsche Schlagermusik. Ich habe in der Fußballjugendabteilung von Ajax Amsterdam gespielt und ich war früher Torwart. Direkt am Anfang würde ich sagen, alles drei eine Lüge. Ich glaube, er hätte sehr gerne in der Jugend von Ajax gespielt, weil er auch Ajax-Fan ist, aber ich glaube, das hat er nicht getan. Deutsche Schlagermusik, das wird es auch nicht sein. Ich teile mit ihm mir ein Zimmer bei Auswärtsfahrten und Schlagermusik hören wir eigentlich nie auf dem Zimmer. Deswegen glaube ich, dass die dritte Antwort die Wahrheit ist. Auch das ist richtig, er war früher Torwart. Und damit kommen wir auch schon zum letzten, also bisher sehr gute Quote. Frederik Simak. Ich muss jedes Formel-1-Rennen verfolgen. Mein Lieblingsfilm ist Titanic und ich kann Klavier spielen. Ich glaube, er guckt Formel 1, aber ich glaube, er ist nicht so verrückt darauf, dass er jedes Rennen gucken muss. Ich glaube, er hat einen anderen Lieblingsfilm als die Titanic. Deswegen glaube ich, dass die dritte Antwort die Wahrheit ist. Er kann Klavier spielen? Dass er Klavier spielen kann, ja. Ja, dann gibt er hoffentlich mal ein Geheimkonzert. Auch das ist richtig. Okay. Also 4 aus 5, wenn ich richtig gezählt habe. Gute Quote. Ja, ich bin zufrieden, obwohl das erste, das hätte ich auch vielleicht wissen müssen.